Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in The War of Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein schickes Mount, was wir einmal von einem Rare kriegen können. Und zwar hat das mit diesem Kristall hinter mir zu tun. Ihr seht, der wird gerade von Goldgelb einmal hier lila. Und immer wenn das passiert, haben wir eine Möglichkeit, einen Rare zu töten. Und zwar ist es immer alle 3 Stunden. Also ihr seht, jetzt haben wir gerade 22 Uhr. Für eine halbe Stunde ist der nämlich dann lila. Und in der Zeit gibt es nämlich einen bestimmten Rare. Dann sind es wieder 3 Stunden. Und ja, quasi der nächste Spawn wäre dann um 1 Uhr, dann um 4 Uhr und quasi immer so weiter. Jetzt ist es so, sobald der lila wird, haben wir den Rare, der genauso wie er heißt. Und zwar Beledar. Und der droppt dann Beledars Brut. Und ja, der Rare hat hier in der kompletten Zone Spawnpunkte. Also es gibt sehr, sehr viele. Und das Geschickteste ist, um den zu farmen, dass ihr einfach quasi einmal bei Benutzer definiert ins Tool geht und dann geben wir einmal Bele ein und dann haben wir hier einige Gruppen, die den Rare suchen, beziehungsweise auch welche, wo er schon gefunden wurde. Also das sind bestimmt 30 oder 40 Spawnpunkte, also wirklich die komplette Zone kann der Rare auftauchen, ne? Und ja, jetzt können wir uns einfach mit reinqueuen und den dann einmal umhauen. Ihr könnt den Rare mit einem Char einmal pro Tag töten und habt einmal pro Tag die Chance auf diesen Rare. Und ja, es funktioniert folgendermaßen, es fliegen halt alle rum, bis es einer gefunden hat, dann fliegen alle hin, man taggt den Rare an und tötet ihn. That's it. Und der Rare hat dann eine Drop-Chance von 1%, also das ist sehr, sehr selten. Ich persönlich muss gestehen, ich hatte sehr Luck, ich habe den nach dem 3. oder 4. Kill bekommen. Also es kann halt auch sein, dass ihr den ein paar hundert Mal umhauen müsst. Die Geschichte ist, dass ihr den aber auch mit theoretisch einem 70er Twink umhauen könnt, wo ihr die Kampagne skippt und dann könnt ihr den ein paar Mal am Tag quasi mitnehmen. So, bei der Gruppe eben, wo ich war, haben die den instant umgehauen. Jetzt habe ich mir noch eine andere Gruppe gesucht, dass ich euch den zeigen kann. Also, das ist Beledars Brut quasi. Beledar ist ja dieser große Kristall. Und wie gesagt, das sind meistens halt 40 Mann Gruppen, die den umhauen. Wir können auch gleich gucken, wie viel das Mount kriegen. Und jetzt vielleicht nochmal als kleine Übersicht, wo der überall spawnen kann. Also das ist einmal die Karte auf WoW Head. Und da gibt es theoretisch auch dann noch einmal die Koordinaten, wo ihr quasi den überall finden könnt. Und das ganze Ding, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, hat eine 3%ige Drop-Chance. Also würde ich jetzt hier nochmal zurückgehen. Also da haben wir zum Beispiel die ganzen Koordinaten noch drin. Und das Ding droppt tatsächlich zu 3%, ne? Also nicht 1%, aber die Daten sind eh noch nicht so ganz 100%ig fix, weil das ja noch ein relativ ja, neues Mount ist und mich das relativ am Anfang der Expansion an mir geholt habe. Also jetzt gucken wir mal im Chat. Ne, kein einziger von 40 Leuten hat hier das Mount gekriegt. Also es ist halt schon selten, ne? Gut, jetzt würde ich sagen, zeige ich euch das Ding auch noch, lernen wir es einmal. Und dann schauen wir uns das an. Das müsste genauso aussehen wie dementsprechend der Rare, ne? Bloß halt hier mit noch ein bisschen Rüstung und diesem Ding oben drauf, dass man jetzt auch reiten kann. Erinnert so ein bisschen an die Shadowlands M-Plus Mounts, ne? Die man ja für ein gewisses Rating gekriegt hat. Und ja, dann sind wir tatsächlich auch schon durch. Ist auf jeden Fall ein schickes Mount. Ich drücke euch die Daumen beim Nachfarmen. Wie gesagt, ihr könnt es täglich farmen. Und auch mit verschiedenen Twinks, also wenn ihr eine Twink-Armada habt, auch Level 70er Chars, könnt ihr hier die herbegeben und das Ding einmal abfarmen. Gut, ich drücke euch die Daumen, dass ihr es bald kriegt und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.